Hey! Igen, megyek. Jó napot. Igen. Unser Herrscher ist bereit, euch 2000 Gold zu zahlen, wenn ihr den Bulgaren den Krieg erklärt. Obendrein gibt er euch 500 Gold für jede bulgarische Befestigungsanlage, die ihr zerstört. Okay, das ist... Oh Gott, das wird... Das... Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Verdammt. Also, er will mich finanzieren, Ort. Wenn ich gegen Bulgaren kämpfe. Frage, will ich das? Ich kann ja, glaube ich, hier erstmal noch ein bisschen spähen. Ohne Probleme. Igen, Paran, Schmedje. Építkezem. Igen, fát vágok. Építkezek. Szolgálatára. Építkezek. 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 Warum seid ihr noch draußen? Ach so. Okay, ihr seid scheiße gegen die. Rückzug. Tactical Rückzug. Gut, gegen die werde ich dann halt meine Probleme haben. Denke ich mal. Das Dorfzentrum muss ich, glaube ich, zerstören, oder was? Einfach mal hier durch. Paladinos. Leites. Ungarische Husaren. Tut mir leid. Ich stelle mich auch erstmal. Das wäre mega dreist, wenn ich mich jetzt schon mal hier hinstelle mit der Armee. Wenn die mir das auch nicht, wenn die mir auch nichts sagen. Und dann sage tschö. Ja, da seid ihr selber schuld, wenn ihr so blöd seid.
Ja, die haben auch eine OP-Reichweite. Stimmt, ja. Okay. Einmal nur noch das zur Sicherheit. Finde ich auch immer noch so lächerlich hier. Drückt zwar jetzt mit meiner kompletten Armee aus, aber ich hoffe, dass ich dadurch auch gewinnen kann damit. So viel haben die nicht. Hätte ich jetzt spontan gesagt. Das ist das Brücken. Vor allen Dingen war das Bulgaren sind freundlich gesinnt. Das heißt jedoch nicht, dass man sie in Ruhe lassen sollte. Was sollte das noch heißen? Ich speichere das einmal. Spiel speichern. Ich hoffe, die Aufnahme läuft soweit. Ja, tut's. Oh, das ist ein bisschen sehr weit. Sehr nah dran. So, Galatara. Okay, die haben doch was. Ich nehme es ja zurück. Tut mir leid, Ungarn. Bulgaren. Ich erkläre euch damit den Krieg.
Was macht ihr denn da? Oh Gott. Das war klar irgendwie. Warum hab... Oh. Priorität, dat. Okay, ich nehm's zurück, ihr könnt was. Mann. Ihr könnt sehr gut spammen. Ja. Danke, dass ihr mir das wieder hervorragend zeigt. Dass ihr mir zeigt, dass so Husaren echt nicht gut sind. Was machst du da? Ja, versuchen hier mal die Stelle rauszubauen. Was macht ihr denn? Achso, ups. Boah, jetzt muss ich mit Husaren kommen. Ach. Warum habe ich jetzt 5 von den Dingern? Hey, don't care, but I will destroy them. Dann machen wir einfach so. What? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich hätte doch 10.000 Nahrung. Okay. 2 auf 3.
Moin? Nein, danke. Oh. Hi. Warum sind die so stark? Építkezek. Yay. Na gut. Sorry, Bulgaren. Ihr seid mir doch ein bisschen einfacher als der andere. Als die anderen hier. Die haben doch eh wieder ihre Elf-Reichweite oder so. Nee, danke. Dinger sind auch. Weil die KI von denen, die kommt damit nicht klar, dass ich mich da eingebaut habe. Anscheinend. Gottes Willen.
Kopf kann ich unter Umständen verlieren. Jetzt Haus gefunden. Nächste große Ziel. Viele haben sich geändert. Oh, mein Name hat es doch noch überlebt. Mit einem Reiter. Oh, das ist da gar nicht mal so viel. Noch Bogenschützen. Dieses Land gehört jetzt unserem Volk. Nun können wir Europa plündern. Yay. Oh, Party. Ungarischen Reiter vernichteten die fränkische Armee und zerstörten das Mährische Reich vollständig. Nach Jahrhunderten der Wanderschaft in den Steppen konnten sie sich endlich niederlassen und ein eigenes Reich errichten. Viele lehnten den Gedanken, ihre Bogen gegen Pflüge einzutauschen, jedoch ab. Erst als Otto der Große, der Gründer des Heiligen Römischen Reiches, sie in der Schlacht auf dem Lechfeld besiegte, endeten die Raubzüge der Ungarn. Nach dieser Niederlage nahmen die ungarischen Nomaden die europäische Lebensweise an, konvertierten zum Christentum und wurden Bauern. Sie gründeten das Königreich Ungarn, dessen Armee berühmt dafür war, Elemente nomadischer Reiter und schwere Kavallerie zu vereinen. Jahrhundertelang würde Ungarn unerschütterlich als Bollwerk Europas bestehen und Angreifern aus dem Osten trotzen. Angreifern, die den ersten ungarischen Reitern in Europa nicht unähnlich waren. Oh. Okay. Habe ich es mir anscheinend doch schwieriger gemacht, als ich gemusst hätte. 1000 Einheiten getötet. Komisch, Byzantiner haben gar nichts verloren. Hey. 17 Gebäude habe ich verloren. Wait. Ich habe nur mehr Gold als anderen? Das finde ich jetzt echt gemein. Nahrung. 19.000, kein Wunder, dass sie die ganze Zeit rauspressen konnten. Holz haben und Bulgaren mehr. Aber ich war schneller in der Ritterzeit. Guck mir noch einmal die Karte an. Ja, da. Die haben sich jetzt als Ziel genommen, die Thors zu plätten. Ja. Plus 5. Was haben wir mit die Bocke? Habe ich noch einen? 16 plus 1. Also, die Bocke sind einzige Einheit, glaube ich, die diese Burgen outrangen können. Ich kann ja gerne nochmal gucken, aber normal. Weder die normalen Bogenschütze von den Briten kriegen das hin. Noch hier diese... Wo sind die? Kanonenschiffe? Okay, die haben eine Reichweite mehr. Und der hat sogar zwei. Aber hier, die haben zum Beispiel nur 12er nur Reichweite. Die würden da natürlich auch weggeflankt. Uff. Na gut, das wäre... lebendig geworden. Die Bulgaren haben zwar viele Punkte gehabt, aber irgendwie so viel konnten sie jetzt auch nicht machen. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.